Passer, komm jetzt meine Freunde und herzlich willkommen zur ersten Episode von Back to the Roots. In dem Format, in dem ich euch zeigen möchte, wie ich meinen Weg zum Selbstversorger gehen möchte und dabei auch natürlich auf viele verschiedene Themen eingehen möchte im Bereich des Selbstversorgerlebens. Grundsätzlich möchte ich eins klarstellen, dass das Selbstversorgerleben bzw. das Bauern- oder Landwirtschaftsleben ich nicht im Übermaß hochleben möchte und unsere moderne technisiertes Leben schlecht reden möchte. Mir geht es einfach nur ein gesundes Maß der Verhältnisse bzw. ein Gleichgewicht, dass man die Technik nutzt, um wieder auf einen richtigen, menschenwürdigen Pfad zu gelangen, sage ich mal. Und in der ersten Episode möchte ich euch einfach mal meine eigene Sprossen- und Gräserzucht machen und dann zeige ich euch einfach mal, wie ich mich ernähre und wie ich überhaupt das alles anstelle. Okay, dann würde ich euch mal bitten, mitzukommen. Also meine Sprossen- und Gräserzucht muss ich im Keller verrichten. So als kleines Kompromiss, weil ich wohne ja bei meinen Eltern, wie einige wissen. Und das ist halt die einzige Möglichkeit, dass ich halt hier unten in einem eigenen Raum im Keller meine eigenen Gräser ziehen darf, von dem Waschkeller meine Sprossen. Und das ist jetzt hier mein Gräserregal, welches mein Vater für mich gebaut hat. Ich habe ihn auch ein bisschen dabei unterstützt, aber wir haben halt jetzt hier für das Regal mein altes Stockbett zum Beispiel verwendet und das sozusagen recycelt und daraus einfach mein Regal hergestellt. Ebenso für diese Spiegelkonstruktion an der Seite, die ihr hier sehen könnt. Die haben wir auch aus alten Möbelstücken meiner Kindheit hergestellt und da haben wir einfach mal sozusagen alles wiederverwendet und recycelt und keinen Müll produziert und sozusagen auch noch Geld gespart. Und das ist auch schon mal sehr lohnenswert und ein Zeichen gegen unsere Wegwerfgesellschaft, finde ich mal. Genau diese Spiegelkonstruktion haben wir deshalb gebaut, weil ich, wie gesagt, im Keller meine Zucht durchführen muss und im Winter ist halt die Sonneneinstrahlung recht mager und wir wollen halt mit dem Spiegel so viel Licht wie möglich in diesen Raum bekommen und einfach im Winter in Deutschland ist halt das Licht recht mager und heute ist auch wieder ein sehr nebliger Tag gewesen, weil ich in der Donauregion lebe und das passiert halt dann öfters, dass halt dann das Licht recht mager ist und damit wollen wir halt mit den Spiegeln so viel Licht wie möglich ausnutzen, ebenso wie mit den LED-Wachstumslampen, einfach nochmal, dass die Pflanzen genug Licht für ihr Wachstum, für ihre Photosynthese bekommen, weil Licht ist halt ein wesentlicher Bestandteil für die Photosynthese, die findet überwiegend in den Zellorganellen der Pflanze statt, den sogenannten Chloroplasten, und in den Chloroplasten befindet sich das Pigment zum Beispiel Chlorophyll, welches für die grüne Farbe der Pflanze verantwortlich ist und auch das Licht absorbiert. Genau, und in die Photosynthese ist deshalb so wichtig für die Pflanze, weil sie mit Hilfe von Wasserstoff, Licht und Kohlenstoff Glucose und Sauerstoff herstellt und die Glucose wird dann für das Wachstum der Pflanze verwendet, zum Beispiel für die Herstellung von Trieben, und der Sauerstoff wird dann an die Umwelt abgegeben bzw. weitergegeben. Und dabei müsst ihr wissen, dass die Photosynthese in zwei Phasen eingeteilt ist. Die erste ist die Lichtreaktion, in der wird halt dann der vorhandene Wasserstoff und das Licht wird verwendet, um die Energieträger ATP und NADPH zu erstellen. Und der entstandene Sauerstoff wird über die sogenannten Stomata der Pflanzenzellen abgegeben. Und wichtig ist, dass in der Lichtreaktion es verschiedene Photosysteme gibt.
Und diese Fotosysteme enthalten diese speziellen Pigmente, die für Lichtabsorption vorhanden sind, zum Beispiel Chlorophyll A, B, aber auch Kationide, Fucoxanthin oder Fucocyanin, zum Beispiel in Blau-Grün-Algen, die wie gesagt für die Lichtabsorption zuständig sind. Genau, und dann der zweite Zyklus ist die Dunkelreaktion, auch Calvin-Zyklus genannt, in dem die mithilfe der Energieträger, also die ATP und NADPH, wird dann das entsprechende CO2 in Glucose hergestellt und dient dann dementsprechend für das Zellwachstum. Und dann habe ich ja erwähnt, dass wir diese verschiedenen Wachstumslampen haben. Das ist einmal eine blaue Lampe, die ist in der Mitte sozusagen, und zwei rote. Da müsst ihr auch wissen, dass die blauen Wachstumslampen das Licht, also das blaue Licht ist ein kurzwelliges Licht, dafür energiereicher bzw. photonenergiereicher, und das rote Licht ist langwelliger, dafür aber nicht so viel, so energiereich, und das Chlorophyll absorbiert das blaue Licht besonders gut, aber auch das rote Licht wird in einem guten Verhältnis mit von dem Chlorophyll absorbiert, einfach aus dem Grund, da es zum Beispiel auch Algen gibt, die tief unten im Meer wachsen müssen oder auch Pflanzen im Schatten gedeihen müssen, und im Schatten ist halt das Verhältnis bzw. das Lichtspektrum überwiegend im roten Bereich, und daher war ich auch hier zum Teil einige Pflanzen, wenn ich das Licht einschalte, im Schatten sind, habe ich dann auch hier diese roten Wachstumslampen. Außerdem hat auch der Wissenschaftler Robert Emerson in seinen Versuchen auch die verschiedenen Fotosysteme belegt und hat auch herausgefunden, wenn man Pflanzen mit verschiedenen Licht von verschiedenen Wellenlängen bestrahlt, dann erhöht sich dadurch die Photosyntheserate der Pflanze. Er hat zwar seine Versuche mit rotem und dunkelrotem Licht angewendet, aber ich probiere es einfach jetzt mit blauen und roten Licht an, und bis jetzt konnte ich mich nicht beklagen, meine Gräser wachsen so vor sich hin. Genau, und dann kommen wir auch schon zu den Gräsern. Also ganz allgemein habe ich Anzuchtschalen bzw. Untersetzer von im Baumarkt oder wie hier unten Kisten. Kann man recht günstig erwerben, meistens so circa 5 bis 7 Euro. Dann habe ich hier meine verschiedenen Saaten, wenn es mal scharf schalten würde. Hier habe ich Gerstengras, Dinkelgras. Hier auch nochmal ein bisschen, ich glaube, das ist ein bisschen Kammutgras. Dann ist hier fertig gewachsener Kammutgras. Den kann ich dann gleich morgen entsaften. Dann habe ich hier auch nochmal eine Riesenladung Kammutgras. Ebenso wie hier unten. Und ganz unten ist dann nochmal Gerste. Genau. Dann habe ich hier noch an der Seite ein paar Experimente sozusagen. Hier war auch nochmal das war Kammutgras. Hier habe ich einen alten Koriander Strauch, den haben wir uns damals gekauft, nachdem ich im Juni ziemlich am Boden war, und dann haben wir uns einfach mal einen Koriander gekauft. Aufgrund der Tatsache, dass halt zum Beispiel Dr. Klingert ihn für die Schwermetallausleitung empfiehlt, und
Seine Vorträge kann man sich ruhig anschauen, wenn man sich für das Thema Schwermetall und Schwermetallausstattung interessiert. Ich hoffe, dass er im Sommer nochmal sprießt. Da kann man noch einige Samen sehen. Hier an der Seite habe ich einen Aronia-Beerenstrauch. Den habe ich meinem Vater zu Weihnachten geschenkt und der wird dann oben neben der Autumn Bliss-Himbeere gepflanzt. Freue ich mich auch schon drauf. Und dann haben wir hier noch ein paar Wildkräuter, die ich versuche anzuziehen. Hier habe ich Giersch. Kann man ganz leicht erkennen an den dreieckigen Blättern sowie an den dreieckigen Stiel. Dann habe ich hier noch ein bisschen Radieschensprossen in der Keimschale. Ebenso wie hier, der wächst jetzt auch schon schön vor sich hin. Hier oben habe ich Brennnesseln. Die wachsen auch ganz schön gut. Kleinen Brennnesselsträuchern. Immer mit schön Liebe behandeln. Ebenso wie hier an der Seite habe ich dann auch nochmal Taubnessel. Die ist aber nicht so gut geworden. Die ist mir eingegangen, aber ich versuche trotzdem alles, sie wieder in den Griff zu bekommen. Und hier habe ich auch nochmal Giersch, so kleine Sprießlinge. Hier oben könnt ihr dann sehen, habe ich einen Sprüher, damit ich die Erde feucht halte. Ist für mich persönlich besser als eine Gießkanne zu benutzen, weil es dann doch passiert, wenn man zu viel wässert, dass dann die Schimmelgefahr höher ist. Um zusätzlich Schimmel zu vermeiden, verwende ich zum Beispiel auch Kokosfasernerde. Die saugt das Wasser nochmal relativ gut auf. Da habe ich auch jetzt bis jetzt sehr gute Erfahrungen gemacht. Also sehr wenig Schimmel hat sich bei meiner Zucht jetzt gebildet. Und hier oben waren halt so diese Versuche, Brennnesseln im Winter in den Töpfen zu ziehen, ist mir jetzt nicht so gut gelungen. Ja, muss ich dann mal schauen, wie ich es dann im nächsten Winter machen werde oder wie ich die wahrscheinlich im Garten anpflanzen werde. Man muss einfach testen und seine eigenen Erfahrungen machen. Dann so viel zum Sprossenregal, Sprossenregal zu meinem Grasregal. Hier drüben habe ich dann noch mal mein Mittagessen, was ich mir dann nochmal wieder fertig mache. Heute hatte ich Sonnenblumenkernsprossen und zwei Buchweizensprossen. Hier habe ich dann Keimsaaten verschiedener Arten. Und hier drüben habe ich dann mein Sprossenregal. Kleinen Moment. Hier mein Sprossenregal, beziehungsweise nicht mein Sprossenregal, sondern mein Sprossenwagen. Hier ganz normal die Keimgläser-Systeme. Hier habe ich zum Beispiel auch Töpfe zum Untersetzen verwendet, anstatt diese Schalen. Die habe ich auch. Da habe ich hier vorne 2 Liter Keim. Gefäße, die eignen sich jetzt zum Beispiel sehr gut für Boxhornklee. Das ist der in dem rechten Glas oder Alfalfa-Sprossen. Dann habe ich hier überwiegend mein Buchweizen, welches ich hier keimen lasse. Hier eine kleine Glas habe ich Sesamsprossen, die ich jetzt versuche zu ziehen. Und die schwarzen Sprossen sind jetzt hier zum Beispiel Beluga-Linsen und Kieselsteine. Wenn ihr wisst, was ich meine. Okay, und hier habe ich zum Beispiel einen Finntrop von IKEA. Das ist dieser Geschirrspülabtropf Behälter, sage ich mal. Und der eignet sich eigentlich auch wunderbar für die Sprossenzucht. Da kann man jetzt hier zum Beispiel 4 Gläser nebeneinander stellen und oben drauf auch nochmal ein paar. Also der kostet vielleicht 12 Euro, da kann man auch nochmal ganz schön viel Geld sparen.
Und hier an der Seite habe ich dann noch Wasserstoff, Perloxid auch nochmal verwende ich für die Gräserzucht, um Schimmel nochmal zu vermeiden. Also beim Einweichen eignet sich auch hervorragend für die Zucht und kann ich auch nur empfehlen. Ganz allgemein noch dazu zu sagen, ist, dass ich destilliertes Wasser verwende fürs Einweichen und für das Gräserziehen, weil das Wasser dann doch sehr wichtig ist. Und wer mir nicht glaubt, den möge ich doch bitte ans Herz legen, dass es halt wichtig ist, für Wasser mit guter Qualität zu sorgen und auch mit dem Wasser, sag ich mal, zu reden und es somit auch zu energetisieren. Und wer jetzt meint, ich wäre verrückt oder sowas, der schaut sich einfach mal die Videovorträge von Herrn Emoto an über das Wasser. Ist auch sehr empfehlenswert. Und ja, in diesem Sinne hoffe ich, ich konnte euch so einen kleinen Einblick in meine kleine Welt geben, wie ich mich mit meinen Sprossen und Gräsern versorge. Und ich möchte hier nochmal einen Punkt, einen großen Dank an meine Eltern richten, die mir die Möglichkeit überhaupt geben, in ihren schönen vier Wänden meine eigenständige Zucht durchzuführen. Die ernähren sich omnivor, muss man ihnen vorhalten, und sie sind auch natürlich sehr skeptisch gegenüber meiner Ernährungsweise, weil ich natürlich nicht mit einem guten Beispiel vorangegangen bin. Und natürlich ist auch sehr selbstverständlich ist, dass sie ein bisschen skeptisch gegenüber sind, dass ich so viel Grünzeug zum Beispiel esse. Aber ich muss auch meinem Vater sehr danken, der mich hier wirklich unterstützt, weil er natürlich auch unserem heutigen westlichen Wertesystem auch sehr kritisch gegenübersteht. Er ist halt damals als Russland, Deutschland, der Sowjetunion aufgewachsen, und aufgrund der Tatsache auf seiner Herkunft hatte er natürlich auch eine sehr harte Kindheit. Er hat für den Landwirtschafts Großbetrieb der Kolkossen gearbeitet, und ja, da hat er halt wirklich Tage und Nächte auf dem Feld arbeiten müssen, weil sein Vater früh gestorben ist und seine Mutter musste dann dementsprechend am Feld arbeiten, und er hat hier halt als Jüngster unserer oder beziehungsweise seiner Familie seine Mutter helfen müssen, und die ist halt dann beim Hacken auf dem Feld gestorben. Und nachdem er halt die Möglichkeit bekommen hatte, nach Deutschland auszuwandern, hat er sie halt dann mit meiner Mutter genutzt. Und da dachte er halt, dass er halt nach dem Fall der Sowjetunion und dem Zusammenbruch der Wende, den ganzen Geschehnissen, diesen Irrsinn einfach entkommt, dass sich einfach wenige Menschen sich bereichern auf Kosten anderer. Das ist damals in der Sowjetunion passiert, und er dachte halt, das wäre in Deutschland anders, und leider verfolgt ihm halt das ihm immer wieder, und ihm fällt das auch in unserer heutigen Zeit ein, auch, dass es immer wieder Leute gibt, die sich auf Kosten anderer bereichern. Und ja, wie gesagt, ich möchte ihm einfach nochmal dafür danken, dass er mir auch die Möglichkeit gibt, meine alternative Lebensweise auszuleben. In diesem Sinne hoffe ich euch, dass diese Art von Video euch einfach mal gefallen hat, auch wenn es jetzt ein bisschen unprofessioneller ist, sage ich mal, aber ja, wen interessiert's? Und ich hoffe, ihr hattet, ich hoffe einfach, dass ihr Spaß an dem Video hattet, und wir sehen uns in der kommenden Episode von Back to the Roots. Bis dahin. Ciao.